Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zum Lexikon-Quiz mit allen aus dem Team Pietsmeet. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und heute wieder mal ohne Slogans, sondern in der klassischen Variante, wo ich ein Wort nenne und die anderen 45 Sekunden Zeit haben, um mir einen Satz der Beschreibung oder eine kurze Beschreibung, wie sie im Lexikon stehen könnte, zu schicken. Die werde ich den anderen dann erzählen, inklusive der echten Beschreibung aus dem Lexikon. Und dann wird reihum getippt, was denn die echte Beschreibung sein könnte. Es geht darum, die anderen hereinzulegen, die beste Beschreibung zu bringen und auch die Worte zu kennen, was nicht unbedingt, also ich hätte nicht jedes Wort gekannt von den 10 Worten, die heute kommen. Okay. Flagge. Ja, cool. Flagge. Japanische Flagge. Japan. Ihr seid ganz schön gemein. Der erste Begriff, sobald ich ihn genannt habe, habt ihr 45 Sekunden Zeit, lautet adipös. Cool. Adipös. Kannst du auch gerne in das Dokument kopieren, damit man sieht. Ja, stimmt. Aber falls euch das hilft, auch ins Dokument. Adipös. Was könnte das sein? 30 Sekunden sind jetzt um. Ich habe die Zeit auf 45 Sekunden erhöht, weil ich nicht wollte, dass Flüchtigkeitsfehler oder so das Ganze langweiliger machen, weil man dann direkt was ausschließen kann. Deswegen gibt es heute bei jedem Begriff 45 Sekunden Zeit. Die Zeit ist abgelaufen. In 3, 2, 1. Jetzt. Alter, 45 Sekunden sind nicht so lang, wie ich dachte. Das macht gar keinen Sinn bei so Wörtern. Also, nee. Doch, das macht bei so Wörtern durchaus Sinn. Nee, was ich geschrieben habe, macht einfach keinen Sinn. Ach so. Aber mir fiel nicht kein... Egal. Schon wieder was sehr Fieses, ey. Adipös? Ja, finde ich auch fies. Was ist denn fucking adipös? Ich habe ein Wort geschrieben, das wollte ich dann doch nicht nehmen. Dumm. Nee, fett. Ach, fett. Okay. Adipös, fett. Gut, kommen wir zu den Antworten. Adipös ist es. Fettleibigkeit oder auch Fettsucht ist eine Übergewichtserkrankung. Ein Beiname für eine freche Person. Fettleibig, krankhaft, übergewichtig. Adjektiv von Adipositas, umgangssprachlich auch fettleibig. Adjektiv beschreibt einen korpulenten Zustand. Das sind unsere 5 Antworten. 4 davon sind von unseren Zuschauern getätigt. Eine ist davon. Ein Zuschauern direkt. Von unseren Teilnehmern meine ich natürlich. Oh Gott, hier ist ein Winddurchzug. Eine ist echt. Christian hat heute die Ehre, als erstes seine Prediction zu tätigen. Eins, zwei, drei, vier oder fünf? Ja, ich weiß schon. Ich bin gerade überlegen, ob ich darauf scheiße, irgendwas zu sagen oder nicht. Ja, komm. Also bei Name, mit H. Oh. Okay. Er hat sich doppelt. Die Eins ist eher die Definition von Fettsucht. Also, oder auch Fettsucht ist eine Übergewichtserkrankung. Das kann wieder sehr viel sein. Da wir ja gesagt haben, ist egal, ob das groß oder klein anfängt. Oh, warte. Peter hat was anderes gesagt. Extra am Anfang nachgefragt, die Info hatte jeder. Ja, ist auch richtig. Oh, man muss jetzt nicht weiter drauf eingehen. Du meinst den Punkt bei der 4? Ja. Okay. Das ist aber doof, weil die 4 fand ich gar nicht schlecht. Du musst jetzt nicht weiter darauf eingehen. Du meinst, das ist halt auch stark. Das ist aber kacke. Oh nee, das haut mich gerade voll raus. Ich glaube, das ist die freche Person. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Oh nein. Wenn du für dein Unwissen auch noch einen Punkt kriegst, plus Rechtschreibfehler? Klar. Das ist das Einzige, was sich deutlich unterscheidet von anderen 4. Das Wort war Adipös. Achso, steht oben links. Adipös einfach. Ach komm, nehmen die Nummer 3. Die 3. Fettleibig, krankhaft, übergewichtig, sagt der Christian. Bram, was sagst du? Nenne mir auch die 3. Schließt sich an. Sebastian.
finde ich alles nicht so. Fettleibig, Fettsucht. Also das, was Christian beschrieben hat mit der Fettsucht, ist wirklich. Ach komm, nämlich auch die drei. Ihr habt mich gekriegt, wenn ihr. Jonathan! Schwierig. Zwei ist Sepp. Oder wer ist denn der Letzte? Jay, du bist der Letzte, Jay. Jetzt, oder? Vier ist bin denn, ich. Ja. Oh. Jay war dran, ja. Ja, ich hab den Punkt am Ende gemacht, das war dumm. Ich hätte sonst die vier genommen, ohne Scheiß. Die Sache ist halt, es ist schon krankhafte, also es ist schon Fettleibigkeit und es ist schon eine krankhafte, also Adipositas ist schon krankhafte Fettsucht. Und nicht einfach nur korpulenter Zustand. Deswegen kann ich mir 5 auch nicht vorstellen. Wobei halt ein Adjektiv ist halt richtig, weil es ist halt adipös und Adipositas ist der, das Nomen dazu. Deswegen ist auch 1 meiner Meinung nach ein Fettleibigkeit ist nicht das Adjektiv, wie es beschrieben werden sollte. Deswegen ist es eigentlich 3, weil 3 ist fettleibig und fettleibig ist ein Adjektiv. Deswegen sage ich auch 3. Ja, und ich glaube, wenn alle 4 das gleiche nehmen, kann halt auch trotzdem ja, wobei, Verarschung kann sein. Kann auch trotzdem ja. Einer richtig gut gebetet haben. Das ist richtig, sagen. Aber in dem Fall ist das nicht so. Oh. Ich wollte halt nur einmal erklären, ich hätte jemanden ich halt richtig angehe. Gefeiert. Ich habe, nachdem ich genommen habe, habe ich mir gedacht, boah, die 1, so weit daneben ist das nicht mit der Erkrankung. Weil, ja, aber unsicher. Das war halt, wie gesagt, er hat das Nomen beschrieben. Genau. Und für euch Zuschauer da draußen zur Information, ich habe halt vorweg so Informationen gegeben, wie es gibt keine Punkte am Ende, weil ich halt nicht wollte, dass wegen sowas Vorschläge rausfallen. Ja, habe ich gleich nicht zugehört. Hat nicht ganz funktioniert, deswegen wiederhole ich das jetzt nochmal. Okay, das war die erste Variante. Und war eine Aufwärmrunde. Das war eine Aufwärmrunde, jeder hat einen Punkt gekriegt, weil ihr jeder das Richtige erkannt habt. Wie in der Baumschule früher. Der zweite Begriff lautet introvertiert. Und vorbei. Bitte die Antworten. Ja, die 45 Sekunden werden gut ausgenutzt. Das ist mehr, als wir sonst hatten. Du musst ja auch dreimal nochmal Fehlerkorrektur lesen. Ja, die dafür hast du jetzt wenigstens geworden. Die Zeit. Das ist ja, ja auch die Zeit hatte ich nicht. Okay, aber du hast jetzt zumindest mehr Zeit. So, kopieren wir die Sachen mal wieder raus. Und was ist introvertiert? Adjektiv beschreibt eine Person, die sehr in sich gekehrt ist. Oder nach innen gekehrt. Ein auf sich gerichteter und verschlossener Zustand. Der Besen. Heute wird er sehr introvertiert. Ein in sich gekehrter Mensch, der den Umgang mit anderen Menschen meidet. Beschreibt eine eher zurückhaltende Person. Das sind die 5 Vorschläge, die wir hier haben. Und Brammen darf jetzt als erster sagen, welchen Vorschlag er am besten findet. Alter Vater, okay. Ja. Also die beiden Besenantworten tue ich mal raus. Boah, introvertiert. Die beiden was? Die beiden B? Besenantworten. Achso. Ich glaube, er meint damit Vorschlag 1 und 2. Ich habe eine zurückhaltende Person. Nee, ich würde nicht sagen, dass introvertiert eine zurückhaltende Person beschreibt, sondern introvertiert beschreibt eher Zurückhaltung. Nicht zwangsläufig auf eine Person gerichtet. Deswegen. Das wäre dann vielleicht Introvertiertheit oder so. Oder introvertierte Person, irgendwie sowas. Deswegen gehe ich mit der 3. Ein auf sich gerichteter und verschlossener Zustand. Sebastian, was glaubst du? Das mit dem Adjektiv, das hatten wir ja vorhin irgendwie schon. Also es wäre jetzt... Ich glaube, da zieht einer sein Ding einfach durch.
Rammsein will ich irgendwie nicht nehmen. Ich glaube, das ist seins. Innengekehrtes Quatsch. Ein sich in sich gekehrter Mensch, der den Umgang mit anderen Menschen meidet. Beschreibt eine eher zurückhaltende Person. Das sind die Vorschläge. Ich nehme... Boah, das ist diesmal echt schwer. Ich nehme die... Die was bitte? Ah, die 4, okay, alles klar. Ein in sich gekehrter Mensch, der den Umgang mit anderen Menschen meidet, nimmt Sebastian. Jonathan. Also ich liebe den Ramsay Bolton Vorschlag Nummer 2, ja, definitiv. Der hat nämlich immer seine Gegner introvertiert. Schwierig. Ich weiß, was ich bin. Ich weiß, was auf gar keinen Fall der Fall ist. Na, bleiben wir nur 3. Ja. Das stimmt. Ui, ui, ui. Welche davon glaubst du, ist die beste Erklärung? Naja, wir reden... Ja, ich darf nicht zu viel erklären. Einer muss doch nach dir. Weil Christian nur dran ist. Ja, ich bin ja immer einer, der super gerne erklärt, warum man das nimmt. Ich nehme tatsächlich... Ich glaube, ich nehme die 5. Beschreibt ja, eine eher zurückhaltende Person. Jetzt bleibt noch Christian. Jetzt bin ich der Letzte, da sollte ich besser nicht zu viel verraten. Hattest du eigentlich, habe ich ganz vergessen, hattest du eben eigentlich gesagt, welche Antworten von wem waren? Nee, habe ich glaube ich nicht. Ich glaube nie. Achso, okay, wenn du nie sagst, ist ja... Ja, doch, eigentlich sagt er es. Also ich kann es gerne tun, wenn ihr das möchtet. Sepp hat das schon, glaube ich, ganz richtig erkannt. Adjektiv hatten eben nur 2 Leute geschrieben. Der eine war Jay, der andere war ich. Ich glaube, die Vorschlag 1 hat Jay wieder geschrieben. Das Problem, was ich mittlerweile habe, nachdem ich angefangen habe, Sachen zu zerdenken, ist die 2, die eigentlich nur den introvertierten Zustand beschreibt. Also so dumm das eigentlich ist, aber nach innen gekehrt. Wir machen uns lustig über das Richtige, vielleicht. Wir haben halt wieder 3 Sachen mit Person und Menschen. Was, glaube ich, nicht unbedingt introvertiert tatsächlich sein muss. Gibt sogar introvertierte Tiere, oder? Deswegen klingt die 3 eigentlich schon ganz gut. Oder die 2. Ich schwanke zwischen 2 und 3. Okay. Komm, ich nehme wieder die 3. Die 3! Es gibt introvertierte Tiere. Ja, bestimmt. Also. Ich habe auch mal gesagt, ich bin introvertiert. Ne? Jetzt gibt es auf jeden Fall Punkte. Bram hat versucht zu baiten. Hat sein eigenes genommen. Geschafft. Ja, hat er da geschafft, denn Christian hat seinen genommen. Sebastian hat versucht zu baiten. Hat nicht funktioniert. Hat niemand sonst seine Variante genommen. Hat Jay jetzt richtig, die 2, Alter. Jay weiß ich nicht. Hat sich für Christians Antwort entschieden. Da gebe ich doch gerne den Punkt, das hat er schön beschrieben. Ja, und die richtige Antwort ist nach innen gekehrt. Ist wirklich nach innen gekehrt, oh mein Gott. Ich dachte halt wirklich, das ist der Typ. Und dann hat Jay Antwort. Alles gerickt, indem er sich direkt instant darüber ja, lustig gemacht halt lustig hat. Ist. Ich fand das aber echt lustig. Also nach innen gekehrt, Junge. Ich aber dachte ja. Halt wirklich, dass es eine Person beschreibt immer, dass es Introvertierte wirklich nur bei Personen gibt. Ich habe nie einen introvertierten Hund gesehen. Also es, ja. Es gibt halt wie immer natürlich mehrere... Da war ja Brams Erklärung halt richtig, dass es halt eher ein Zustand ist. Ja, easy. Würde ich halt auch sagen, es gibt noch sowas wie, also Sven hat im Duden steht halt nach innen gekehrt, aber da steht halt auch auf das eigene hinter, Seelenleben gerichtet. Also, oder verschlossen. Die 3... Erklärungen gibt es für introvertiert. Verschlossen wäre auch super. Auf das eigene Seelenleben gerichtet klingt ja schon wieder recht menschlich.
Ja, außer bei Rothaarigen, die haben keine Seele. Willst du damit sagen, Tiere haben keine Seele? Wow. Doch, natürlich schon, aber das ist nur ja dann schon irgendwie... Nur Kühe. Wie hat er dich gerade beleidigt? Ja. Okay, nächster Begriff. Jetzt kommt Seele, komm. Lautet... Suggerieren. Und eure Zeit läuft. Scheiße, fünf, was ist das heute für... 4, 3, 2, 1. Vorbei. So, die Antworten heute sind alle pünktlich eingelaufen hier. In den Hafen. In den... Wollte Peter immer schon mal einen Einlauf verpassen. Hat funktioniert, hat sich gut angefühlt, Christian. Suggerieren. Lautet es, oder ist es, etwas in Verbindung bringen? Ist es erklären, aufklären? Ist es etwas andeuten, ohne es anzusprechen? Na, kopier dich bitte. Etwas vortäuschen oder jemandem etwas einreden. Das sind die fünf Antwortmöglichkeiten und Sebastian darf sich jetzt als erster eine aussuchen. Nimm die eins. Etwas in Verbindung bringen. Da wird nicht lange überlegt. Zwei. Jetzt kommen wir mal. Okay. Geht zack, zack hier. Ja, aber wirklich. Außer Christian. Bei mir. Denn hier stehen ja durchaus sehr viele unterschiedliche Erklärungen. Allerdings. Und ich suggeriere mal, ich hätte richtig Ahnung davon. Also MC4? Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich nehme. Also etwas in Verbindung bringen, das hat für mich nichts mit suggerieren zu tun. Tja, ist halt auch immer die Frage, kennt man den Begriff? Ich nehme die Dry. Du nimmst die Dry. So sei es. Dann bleibt nur noch der Brammen. Da möchte ich an dieser Stelle ganz kurz andeuten, ohne es auszusprechen, dass Christian eventuell Punkte verteilt hat. Jetzt, wo ich es lese, würde ich sagen, es ist jemand mit was einreden, ohne dass er es so richtig mitbekommt. Also tendiere ich gerade zu 5. Verbindung bringen nicht. Aufklären ist es, glaube ich, nicht. Die 3 ist halt meins. Vortäuschen. Ich gehe mit der 5. Mit der 5 geht der Bram. Sebastian. Wollte wieder baiten. Hab ich gesagt. Nee. Ich wollte nicht baiten. Ich habe mir alle Dinger durchgelesen, habe gedacht, what the fuck, keins davon beschreibt das, was ich denke, was suggerieren heißt. Okay, und dann hast du dir gedacht, nimmst du einfach dein eigenes. Ja, du kann einfach nur ins Klo packen, dann verteile ich lieber keine Punkte. Jay, waren das auch deine Gedanken? Ich wollte keinem einen Punkt schenken. Ja, also genau das, was Sepp gesagt hat quasi. Christian. Etwas andeuten, ohne es anzusprechen, das ist Brammens Antwort gewesen. Ja, das ist Quatsch im Nachhinein von suggerieren, aber mein Verständnis von suggerieren... Ja, Bram hat tatsächlich die richtige Antwort getroffen. Einreden, also tut das mir hat leid, mich das so verwirrt, dass ich es auch gegoogelt habe, bevor ich dieses Suggerieren hier euch vorgelegt habe. Und tatsächlich ist die erste Antwort im Wörterbuch jemandem etwas in Klammern, ohne dass es ihm bewusst wird, einreden oder auf andere Weise eingeben und dadurch seine Meinung, sein Verhalten oder ähnlich beeinflussen. Das dachte ich halt nicht. Nee. Ja, da die zweite Antwort ist, darauf abzielen, einen bestimmten Eindruck entstehen zu lassen. Das ist so für mich das, was eigentlich suggerieren ist. So, das Beispiel ist so, der Artikel suggeriert den Lesern, das Urteil sei zu milde. Genau, so erkenne ich suggerieren auch aus meinem normalen Sprachgebrauch, aber offiziell suggerieren, jemandem etwas einreden, ist auch oder sogar die erste Antwort. Das heißt, Bram, 2 Punkte nimmt er mit. Nice. Nehme ich mit. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Der da lautet Tüdelkram.
Bitte was? Tüdelkram steht oben links. Ist das ein Wort im Duden? Das gibt es doch gar nicht, oder? Bestimmt gewittert. Tüdelkram? Das ist aus dem Duden, ja. Also das gibt's im Duden. Und 30 Sekunden sind um. Der Duden ist ja eh so eine Sache, da kommen dann nach und nach immer Begriffe rein, die einfach sich über die Zeit ergeben haben, dass Menschen die sagen. Deswegen stand auch irgendwann Taxis drin und sowas. Was mir auch nicht gefällt. Und eure Zeit ist um. Okay. Boah, heute ist aber nicht gut, ey. Heute ist aber kein guter Tag. Können wir bitte was anderes spielen? Ja, hier nachspielen wir was anderes, versprochen. Oh Mann, ey. Das ist auch nicht gut, mehr Zeit zu haben, habe ich das Gefühl. Okay, meinst du, das macht es eher schlimmer? Also ich zerdenke mir die Sachen so dumm. Okay, kommen wir zu den Vorschlägen. Tüdelkram. Beschreibt eine Kleinigkeit. Tüdelkram. Unwichtig. Eine Kleinigkeit. Eine Nebensächlichkeit, etwas Unwichtiges. Ihr wollt mich doch verarschen. Etwas, was man verlegt hat. Und umgangssprachlich für tägliche Dinge. Ja, Jonathan. Was sagst du? Im 6. Ich nehme die 6. Die 6 gibt nicht. Finde ich sehr gut, die Antworten diesmal, muss ich sagen. Finde ich voll spannend. Also Vorschlag 1 ist quasi Evolve zu Vorschlag 2 und Vorschlag 2 Evolve zu Vorschlag 3 wiederum. Ich habe die Reihenfolge nicht unabsichtlich gewählt, wie ich sie reingepostet habe, tatsächlich, Alter, weil ich das auch super witzig fand. Wie nah ist das bitte alles zusammen? Und 4 und 5 fallen außer Reihe. Tja, was für Schlüsse ziehst du daraus? Ich habe keine Ahnung. Verteile jetzt Punkte. Let's go. Frau Eieruhr? Hey, komm mal kurz. Kein Telefonjoker hier. Ach so, komm schon. Ja, okay, na gut, ausnahmsweise. Komm mal schnell bitte. Noch 1, 2, 3 oder 4? Du musst einmal Tüdelkram, ja, die Lexikonbeschreibung davon. Hier, lies dir das durch. Welches nimmst du? Von den 5. Was würdest du jetzt nehmen? Jetzt will er die Verantwortung abgeben. Du wählst jetzt den Vorschlag aus. Eins davon ist richtig, die anderen 4 haben die Jungs gemacht. Oder ich. So, jetzt sag, was du sehen möchtest. Was würdest du nehmen? 1, 2, 3, 4 oder 5? Also 4. Okay, du musst das nicht groß erklären. Okay, der labert 15 Minuten, du musst ja nicht groß erklären. Nee, okay, weiter, erzähl weiter. Nein, ich weiß es nicht. Also, eins ist. Okay. Weiß ich auch nicht. Darf ich meine Mama auch noch anrufen? Für 2 oder 3? Mach ich gleich. Ja, du kriegst jetzt sofort richtig viele Tipps hier gerade, Sepp. Ich hoffe, du hörst zu. Mama! 2, okay, ich nehme die 2. Alles klar. Scheiße, Mann. Weiß ich nicht. Werde ich jetzt gleich sagen. Eieruhr. Okay, Christian. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht alles verstanden, aber ich hoffe, du konntest was mitnehmen für deine Entscheidung jetzt. Nö. Björn 5 ist Humbug. Und Peter. Ja. Christian. Do it. Ich weiß nicht, was das heißt. Du weißt doch, was ich mache. Ehrlich gesagt nicht. Nee, nimm die Nummer 3. Ja, so. Okay, alles klar. Ja, gut. Okay. Brammen. Ja.
dann bedanke ich mich mal wieder vielmals bei Christian. Und kannst du mal aufhören, Bram in die 3 zu kopieren? Und ich nehme die 1. Ah ja. Verdammte Scheiße. Fuck. Weiß ich noch nicht. Bleibt nur noch Sebastian. Ja, ich nehme auch die 1. Okay, ihr seid wirklich die 5? Das ist interessant jetzt. Ja, weil die 3 nicht mir gehört, ich weiß. Bram hat... Ist das so ein Niederrhein-Ding, dass wir alle meinen, das würde der Kleinigkeit heißen, aber im Endeffekt... Ist ja, das ist doch Tüdelkram, so heißt das doch. Ja, ah, komm, wirklich nicht so auf, das ist Tüdelkram. Ich dachte, Tüdelkram ist irgendwas, ich hab das vertüdelt. Ich kenn Tüdelkram nicht mal. Nein, das ist Tüdelkram Bullen. Ist, ich habe etwas vertüdelt und deswegen ist es etwas, was man verlegt hat. Das kenn ich überhaupt nicht so. Ja, ich kenne nur Tüdelkram, reg dich mal nicht so auf, das ist Tüdelkram. 1, 2 oder 3 ist richtig, kann ich euch schon mal sagen. Oh. Dann ist die 2 richtig. Bram hat... Ja, ich höre dazu. Bram hat getrickst, hier von wegen, ne, um Sepp nochmal zu beeinflussen. Hast du gut gemacht, Bram. Das hast du gut gemacht. Eine Nebensächlichkeit, etwas Unwichtiges, ist nicht von Bram. Aber Bram hat da nicht auf sein eigenes verwiesen, sondern auf Christians. Das ist das Richtige. Oh, ich wollte 3 eigentlich nehmen. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich die 3 nehmen. Nein, nicht wahr. Seid ihr doppelt. Trick durch die Nase. Scheiße. Oh, Bram. Ich war so bei der 3. Ich glaube, Bram hat sich vertan und dachte, es wäre die 1 gewesen. Nee, ich wusste schon, ob meins die 2 ist. Okay, krass. Weil ich, pass auf, ich dachte mir, 3 ist falsch. Du hast Brams Vorschlag genommen. Die 2 war meins und deswegen dachte ich mir, ist die 1. Ja, aber warum sagst du dann, dass die 3 deins ist? Weil du wusstest doch, Don, dass Sepp das gleiche nehmen wird wie du. Damit, dann hättest du doch deins genommen. Nee, damit Sepp auf jeden Fall nicht das nimmt, was ich nehme und Sepp nicht das nimmt, was ich, wo ich gesagt habe, dass Christian das nimmt. Aber Sepp hat doch genau das genommen, was du genommen hast. Ja, aber damit habe ich nicht gerechnet, mit diesem unpredictable Move. Ich dachte mir, okay, ich nehme halt die 1. Ich nehme halt die 1 und ich sage, Christian hat meins genommen, dann nimmt er vielleicht weißt die 2, weil er mir nicht traut. Ich wollte halt die 3 nehmen und dann sagst du, ach, das ist meiner, easy. Und Christian ärgert sich so, ach, kacke. Dann wusste ich, das war auf jeden Fall nicht Christian seins. Und wenn du sagst, okay, das ist deins. Aber 3 ist dann jetzt richtig. Ja, 3 ist richtig. Das ist lustig. Ja, 3 ist richtig. Oh Mann. Oh, das ist Christian, meine Gefühle hier, ey. Christian bekommt einen Punkt, weil er die richtige Antwort genommen hat. Und Bram und Sebastian geben Christian fühlt sich ungerecht benachteiligt, weil sie im Duden was anderes gefunden hat, als dort erklärt. Moment, im Duden steht Nebensächlichkeit Unwichtiges. Ja, so, sie hatte was anderes mir gezeigt. Es fehlt halt das eine und das etwas, aber ich glaube, um es abwechslungsreich zu gestalten... Nächste Frage, ganz ruhig, ganz ruhig. Wow, ja. Also, erstmal kriegt jetzt hier noch Bram einen Punkt. Von Frau Eieruhr, richtig, korrekt. Toll, jetzt hast du Bram einen Punkt gesteckt, der ist eh schon in Führung. Hey, Christian hat gut aufgeholt, die Runde, weil ich richtig hart reingehe. Ich bin mit Sepp letzter. Okay. Jay, du kriegst das heute nichts zu essen. Willst du mitspielen oder was? Buttermilch. Ich will. Nein, Buttermilch ist einfach nur abartig. Das ist aber schon Buttermilch geil. Ist einfach nur. Wie kann man nur Buttermilch trinken? Okay, pass auf, wir fangen jetzt an. Soll ich dir noch eine Buttermilch holen? Und dann geht los. Setz dich mal daneben. Gott, kleiner wirklich Tipp daneben, für das nächste. Kleiner Tipp für das nächste. Ja. Ist ein bisschen länger, die Antwort. Ist ein länger, okay. Okay, eine längere Antwort. Bedenkt das, wenn ihr mir eure Antwort schreibe ich jetzt was schickt. Kurzes, okay. Ja. Darfst jetzt nichts sagen, ich muss jetzt überlegen. Darfst nichts sagen. Schnauze da jetzt. Der Begriff lautet absippen. Abzippen. Ah, mit Z. Ja, es steht oben links, habe ich reinkopiert. Und eure Zeit läuft ab jetzt. Ach, was eine schöne Runde das gerade war. Das war der Herz allerliebst, muss ich sagen. Die Moves aus allen Richtungen. Und Christian hat profitiert. Kannst du mal aufhören, Bram in die 3 zu kopieren? Ey, ich war überzeugt. Das war auch ein guter Move von Bram eigentlich. Ja, und dann habe ich es gekackt. Hätte ich mal meins gewählt. Ja. 35 Sekunden sind um. 4, 3, 2, 1. Bitte schicken Sie mir Ihre Sachen. Jetzt hat mir hier irgendjemand anders bei WhatsApp noch was geschickt. Das war jetzt aber nicht so gedacht. Jetzt haben wir einfach Ruhe, egal wer es ist.
Ja, nee, mach ich nicht. Da wird sich über 16% Mehrwertsteuer beschwert. Ah, ja, weißt du sogar, wer es ist? Nee, das glaube ich nicht, weil die Person kennst du nicht. Ah, nee, okay, dann hat bei mir hat sich morgen auch jemand darüber beschwert, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Warum? Ist doch super. So, Peter, gib uns alles. Ja, warte. Ich habe irgendwas. Ja, das hat hier alles durcheinander gebracht. Okay. Ja, jemand auch mal. Okay. Gibt's schon Antworten? Ja, jetzt. Nein, noch nicht. Jetzt. Antwort 1. Ihr hört dich nicht, Peter. Ach so, ja, stimmt. Einen Reißverschluss von einem Kleidungsstück entfernen. Einen Hosenstall mit einem Reißverschluss verschließen. Ja, gut. Umgangssprachlich für das Spielen mit einem Sippo-Feuerzeug. Ein mit einem Reißverschluss verbundenes Kleidungsteil vom Kleidungsstück abnehmen. Mit einer Seilbahn über eine tiefe Schlucht fahren. Oh mein Gott, was? So, das sind die Antworten. Christian darf beginnen. Oh, ich darf wieder anfangen, cool. Nimm die dry. Ja, das kann ich nicht. Die anderen müssen jetzt erstmal Vorschläge machen. Ich bin der Letzte. Also, ich kann immer abwarten, was die jetzt sagen. Was ist denn? Mit einer Seilbahn über Nein. die Tiefe Schlucht. Das finde ich so gut. Ein Reißverschluss von einem Kleidungsstück. Ein Hosenstall mit einem Reißverschluss verschließen? Das wäre doch aufsippen, oder? Also. Ich nehme mal die 4. Christian nimmt die 4. Brammen. Ja, also, von der Sinnhaftigkeit. Was hast du genommen, Bram? Das ist wichtig. 1 und 4 richtig. 1 von beiden habe ich geschrieben. Das kenne ich nämlich vom Papi. Der auch immer richtig hart abgesippt. Nee, aber weil das halt bei Schuhen gemacht wird. Ah. Okay. Und deswegen. Also bei Schuhen mit einem Reißverschluss. Muss da zuhören. Und du weißt deswegen, also die richtige Antwort, deiner Meinung nach. Ja, aber ich weiß. Wir reden gleich. Ja, also ich weiß halt, welche ich geschrieben habe. Und ich weiß dann, was dann die richtige Antwort sein muss. Jetzt überlege ich dir den Move. Jetzt überlege ich mir den Move. Ja. Aber ich mache Folgendes. Ich nehme auch die 4, Christian. Als ob. Bram nimmt die 4. Was sippst du denn bei einem Schuh ab? Du nimmst einfach, wenn du zwei Seiten von einem Schuh hast, zum Beispiel, wenn du so einen Schuh hast, wo der so rechts, Frauenschuhe zum Beispiel, haben so rechts oder links so einen Reißverschluss zum Aufmachen, ja? Ja. Und wenn du den Reißverschluss auseinanderziehst und dann abmachst, die beiden Teile trennst quasi, das Absippen. Aber wann macht man sowas? Alter. Also das ist ja nur bei der Fertigung, oder? Was passiert da eigentlich? Okay, das kannst du ja auch. Keine Ahnung, wann man das macht. Also ich nehme ja nicht den Schuh auseinander, oder was meinst du? Ja, du nimmst halt, in dem Fall nimmst du den Schuh dann auseinander. Ja, aber macht ja keiner. Ich sag auch nie, das heißt auch nicht, dass Absippen ein alltäglicher Begriff ist, Sepp. Dass jeder jeden Tag machen muss. Das macht doch auch keiner. Wenn du dann einfach auseinander nimmst mit dem Reißverschluss, dann wäre das ja jedes Mal, wenn ich mir die Jacke aufmache, wäre das ja das Gleiche. Ja. Okay. Würde ich sagen. Also Sepp, was nimmst du? Jetzt, wo du diese ganze Erklärung bekommen hast. Ich feiere Nummer 5. Ich fahre mit der Seilbahn über eine tiefe Schlucht. Okay, sehr gut. Und dann bleibt noch Jonathan/Eieruhr. Ja, also ich wurde die ganze Zeit von links zugetextet, während ihr auch noch redet. Da verstehe ich sie halt überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich einfach gemutet, damit ich euch nicht zumindest nerve. Mir wurde die ganze Zeit gesagt, auch Vorschlag 2 ist totaler Müll. Dankeschön, das ist meiner. Das ist auch schön. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde halt wirklich Vorschlag 3 cool. Ist aber halt von einem von uns mit Sicherheit. Und Peter hat ja vorher gesagt, diesmal habe ich ausnahmsweise zugehört, es ist etwas länger und ich nehme einfach das längste und das ist halt Vorschlag 4. Oh, hat Bram jetzt Jay mit reingebildet? Oder oh, das wäre gut. Okay. Ein Reißverschluss von einem Kleidungsstück entfernen. Ah, dann verrate ich ja direkt, was die richtige Antwort ist, ne? Ist von Bram. Ja, das ist Bram. Richtig. Ist von Bram, dann heißt die richtige Antwort ist 4. Oh. Nice. Und 5 nice. War Christian.
Das heißt, fand ich sehr, sehr nett. Zwei das Punkte. Fand ich so kreativ. Das fand ich sehr nett von Sepp, weil ich hatte keine Ahnung, was absippen bedeuten soll. Ich dachte mir einfach, da ist zwar dieses, wenn du mit Warum sind das nur solche Spezialbegriffe heute, ey? Warum kommt nicht einfach Schokolade? Tüdelkram. Ich glaube, Sven hatte einfach Bock. Sepp, by the way, ne, da würde kein Komma hinkommen. Für das nächste Mal. Ah, okay. Ich hatte so ein bisschen Zeitdruck. Umgangssprachlich für. Nächster Begriff lautet Rumeiern. Alter. 45 Sekunden Zeit. Alter, Porno. Gehen wir hier nochmal Sepp die 0 Punkte, damit hier alles seine Richtigkeit hat. Aktueller Zwischenstand, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist Sebastian 1 Punkt, Jonathan 2, Bram 6, Christian 7. Red bitte noch mehr, damit man sich sehr viel überlegen kann. Kannst du bitte noch mehr rumeiern, Peter? Ja gut, Entschuldigung. Bin ich ruhig. Oh, Alter, jetzt hätte ich fast in unsere Wurzeln. 40 Sekunden sind um. 41, 42, 43. Und die Zeit ist durch. Sammeln wir wieder. Schab, schab, schabli, wap. Kann sie doch nicht konzentrieren, ey. Nee, nicht. Da tut mir leid, ich bin ab jetzt ruhig. Der eine labert, dann kommt, dann labert der andere rum. Ich hab Gefühl, auch schon wieder Quatsch geschrieben. Bei solchen Begriffen, ey. Ja, ist auch ein Konzentrationsspiel. Kann man die anderen gut ausblenden oder nicht? Eigentlich ist Jay ja, nee, ja sehr gut. Nächstes Mal mute ich euch einfach. Dann ist ja einfach dann Quatsch. Ja, kannst dann du natürlich auch machen. Aber du bist doch eigentlich der Meister im Spiel. Hör ich aber nicht, wann die 45 Sekunden vorbei sind. Ja, musst du dir dann selber einen Timer stellen, wenn du mit der Doppelbelastung nicht klarkommst. Die Doppelbelastung. Also, Vorschlag 1 von Rumeiern. Ohne klare Linie handeln. Nicht zum Punkt kommen. Keine klare Linie haben. Nicht zum Punkt kommen. Eine ziellose Handlung. Umgangssprachlich für langsames Arbeiten. Bram. Der 5 ist Schmutz. Ist ja auch deins, ne? Also ist ja ganz klar. Die 2 ist die Kombination aus 1 und 3. Nicht perfekt, aber ein bisschen eine ziellose Handlung. Okay. Wenn jemand rumeiert, dann kommt er nicht zum Punkt. Oder er hat keine klare Linie. Also 1, 2 oder 3, 4 oder 5 ist Schmutz. Weil ziellose Handlung ist es auf keinen Fall, weil du ja, du hast ja ein Ziel, du willst halt nur nicht drauf kommen. Weißt du, wenn einer so, du willst jemandem mal erzählen, zum Beispiel, du eierst dann so rum, dann kommst du eigentlich nicht zum Punkt. So simpel ist die Geschichte. Also? Aber du hast ja doch einfach keine klare Linie. Ey, jetzt eier hier mal nicht so rum, ja? Ja, ich eier jetzt nicht rum. Und deswegen sage ich, ich nehme. Bis jetzt war ich ja noch nie 4 oder 5. Deswegen merkt euch das, Jungs. Ja. Ja. Wirklich? Und ich nehme. Boah, scheiße, komm, ich nehme die 1. Bei Absippen war 4 die richtige Antwort, Bram. Ja, aber ich war ja nicht. Ich war Achso, nicht du die warst nie die 4 oder 5. Okay, dann genau. Jetzt, ich dachte, richtig wären die 4 oder 5 gewesen. Okay, Bram nimmt die 1. Ohne klare Linie handeln. Sebastian. Also, ich bin nicht so ziellos wie Bram, deshalb nehme ich die 4. Okay. Jonathan. Selbst wenn man sich selbst nimmt, gibt es keine Punkte. Debate! Ziellose Handlung ist halt wieder ein Verb, was zu, naja, was beschrieben wurde bei 4. Also, nee, wir sollten ein Verb beschreiben und bei 4 wird halt ein Nomen beschrieben, was halt eigentlich irgendwie Quatsch ist. 5 ist Quatsch. Bin auch eher bei Bram. Ich dachte immer, rumeiern ist halt so etwas wie, ja, dieses eher ohne klare Linie handeln tatsächlich. Dieses nicht zum Punkt kommen mit dem Rumeiern, das ist, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich häufiger, wenn ich meine Sachen sage, halt rumeiere. Diese kenne ich nicht, diese Bezeichnung. Keine Ahnung. Und wenn das dann, glaube ich, auch noch bei Vorschlag 2 müsste es ja auch noch eigentlich doch dieses hier, wie heißt denn das, Strichpunkt. Semikolon? Punktkomma. Wie heißt denn das, Semikolon? Müsste ein Semikolon sein. Und nicht ein Komma einfach nur. Aber nee, das würde ich jetzt nicht sagen.
Das ist eine Aufzählung. Ja. Ich, keine Ahnung, ich... Ram versucht zu debaten mal wieder, deswegen... Ich nehme einfach die 2 trotzdem, ist mir egal. Wenn Peter sagt, das muss nicht. Gut. Und dann... Warum Jay jetzt so auf Sepp einhackt. Also Sepp weiß ich ja auch gar nicht, Sepp aber... hat nicht seins genommen. Ach, was, wirklich? Ich dachte, weil er immer debated hat. Das Problem ist, 1, 2 und 3 sind halt, haben wir ja alle schon gesagt, sehr nah beieinander. Deswegen, also kann sowohl die 1, sowohl die 2, sowohl auch die 3 sein. Ich finde allerdings, unabhängig davon, wer hier was genommen hat, die Formulierung einfach von der 1. Also das, bei der 2 hast du halt Linie haben und bei der 1 ist Linie handeln, ohne Linie handeln. Und irgendwie ohne Linie handeln klingt irgendwie so lexikonmäßig. Deswegen nehme ich die 1. Das stimmt. Das ist tatsächlich extrem gut argumentiert. Ohne klare Linie handeln, wer würde das von uns schreiben? Keiner! Ja. Scheiße! Weil du hast nämlich eine Linie, Junge! Ja, genau. Linie ist haben! Ja. Okay. Linie haben. Richtige Antwort lautet 1. Also Bram und Christian. Den wird schon mal ein Punkt zugesprochen, nicht zum Jay, Punkt kommen. Als Jay gerade meinte, der Bram will wieder baiten, Junge, habe ich, und er sagt, dann deswegen nehme ich die 2, habe ich erstmal einen fetten Depp gemacht. Weil ich dich genommen habe? Ja, ja. Das ist richtig, der ist Brams Antwort. Bram kriegt also 2 so Punkte. Gut. Christian bekommt aber auch 2 Punkte, denn eine ziellose Handlung ist von Christian. Ja, weißt du, also ich hab mehrere Sachen geschrieben, hab die immer wieder gelöscht, und dann so, oh, Zeit geht. Dann habe ich noch mehr Blödsinn geschrieben, als davor schon. Okay. Ja, das war die Runde 6. Der aktuelle Zwischenstand. Sepp 1 Punkt, Jay 2 Punkte, Bram 8 Punkte, Christian 9 Punkte. Das ist also vorne sowie hinten spannend. Der nächste Begriff lautet Vollpfosten. Und eure Zeit läuft. Ich habe nie... Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? Zeit ist um. Mitgenommen. Oh, fuck. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich konnte mich auch nicht entscheiden. Jetzt habe ich mir noch was Drittes überlegt. Egal. Das reden wir nicht drüber. Okay. Alles ist eingegangen. Rumeiern. Ohne klare Linie handeln. Gut. Vollpfosten. Give me the Vollpfosten, Peter. Eine sehr dumme Person. Umgangssprachlich für eine besonders dumme Person. Ein dummer Mensch. Ein Mensch, der etwas Dummes macht. Eine Beleidigung. Oh Gott! Bin ich dran? Wer ist denn dran? Ich war eben letzter, das heißt, Bram hat angefangen, jetzt müsste Sepp anfangen, glaube ich. Ja. Nimm die 5. Eine Beleidigung. Eine Beleidigung ist halt. Eine Beleidigung ist halt auch nicht schlecht, ne? Könnte da halt trotzdem sein, ja. Kannst du mal bitte jetzt die Schnauze halten? Nee, aber... Einfach reinstecken. Also, wenn ich das so richtig sehe, ja, tut mir leid an die Person an Vorschlag 4, vielleicht bin ich auch der Rechtschreib-Dulli, aber, oder der Vollpfosten, aber ich glaube, Dummes wird groß geschrieben. Kommata benutzt man auch. Ja. Das heißt, ein Mensch, Komma, der etwas Dummes macht. Moment, spricht da gerade Frau Eieruhr oder spricht da Jonathan? Ich weiß gerade nicht, ob die Handbuch das Dummes redet, war ich, das Komma also, war Frau Eieruhr. Oh, sie sind gemerged. So, also, Vorschlag 4 ist zerpflückt worden, ja, vom Eieruhr-Team. Vom Eieruhr-Team. Schon unfair hier. Zwei gegen eins. Richtiger. Das ist das Beste. Ich muss halt, also, wir haben alle außer Vorschlag 5 dumm verwendet. Das war also zweimal gibt's Person, einmal gibt's Mensch.
Ich glaube, er wird Person tatsächlich benannt. Ja, deswegen würde ich sagen... ich nehme die Nummer 2. Alrighty. Christian. Ich bin ja gar nicht letzter. Das ist aber belastend. Nope, vorletzter. Kannst trotzdem offen reden, Christian. ja, okay. Ja, komm, weißt du, Punkte schmuckte, sag ich immer. Ja. Wir haben zweimal du führst, Mensch, by the way. Wir haben zweimal Mensch, wir haben zweimal Person. Wir haben einmal eine Beleidigung, die geht davon komplett ab. Boah, das ist schwierig. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Jonathan Apfel bedanken. Fick dich. Jonathan analysiert aber auch immer knallhart. Frau Eieruhr fand das auch gut. Ich nehme die 5. Alrighty. Und dann noch Bram. Okay, der nimmt die 5. Also Peter, ich möchte mal ganz kurz sagen, meine Antwort steht wieder nicht wieder in deinen ersten Reihen. Ja, ich weiß. Wird sie jemals irgendwo anders hinkommen? Wir werden es nie erfahren. Doch, wenn wir wohl das am Ende. Pattern. Alter, Jay. Also mein eigenes... Ja. Mein eigenes soll ich logischerweise... Alter, stinkt die eklig. Die ist vom 21.05. Jetzt schütt die Scheiße weg. Meine Fresse. Ich mach ihn, schließ jetzt gleich ab. Ich will jetzt hier vernünftig aufnehmen. Bist du gefüttert oder was? Ja, aber mit abgelaufener Buttermilch. Die hält mir einfach vor die Nase so eine abgelaufene Buttermilch, die nach Scheiße riecht. Die riecht richtig, so richtig eklig, als wenn du dich 5 Tage lang nicht gewaschen hast unter den Achseln. So damit hat mich Jay überzeugt. Ich nehme auch die 2. Okay. Faszinierend. Also erstmal möchte ich sagen, Sebastian, wenn du weniger Zeit gehabt hättest, hättest du die richtige Antwort getroffen. Aber nein! Du musstest ja nochmal ändern. Ein dummer Mensch war richtig. Ein dummer Mensch ist die Antwort. Echt? Sepp hätte die perfekte Antwort geschrieben. Ich sag doch, das ist einfach kacke, dass wir 45 Sekunden Zeit haben. Ja, Sepp hätte die perfekte Antwort geschrieben, hat sich aber geändert dann noch in was, wo er wieder dann in dem Fall ein Komma vergisst und D klein schreibt. Und Fehler. Also das ist halt echt ein bisschen belastend, weil du eigentlich gute Antworten gibst, aber manchmal kommen halt solche, weil du das dann schnell schreiben musstest und so. Naja, kann nicht mehr ändern. Wer hat denn jetzt wem Punkte gegeben, ist die Frage. Beleidigung fand ich aber auch gut. Danke, Bram. 2 haben sich selber gewählt. Hast du mich gekriegt? Ja, ich wollte keine Punkte vergeben, natürlich. Ja, Christian hat sich selber gewählt. Ich konnte die 1 nicht nehmen. Das heißt, Christian kriegt einen Punkt. Ja, die 1 war Bram. Und die 2. Ich dachte, die 2 war Bram. Nee, die 2 ist Jay. Oh. Das verstehe ich nicht. Hä? Ja. Was ist daran nicht verständlich? Ja, weil wenn Bram Danke sagt bei der 2, geht er doch davon aus, dass ich auf keinen Fall die... Ach so, dann geht er davon aus, dass ich die 1 nehme. Ich wollte wissen, ja, ich wollte wissen, dass ich gesagt habe, danke, Jay, wie er reagiert. Und dann hat er mich aber gebaitet damit. Und dann dachte ich mir, okay, cool, weißt du, dann hat er die richtige getroffen. Dann ist ja alles Psycho-Spiel. Hat er gut reagiert. Ja, dann gut, hat er so reagiert, dass ich mir dachte, oh ja, dann ist das wohl nicht Jays Antwort. Genau. Ja, das hat mich so verwirrt, dass ich mir dann gedacht habe, ja, fuck it, dann nehme ich lieber meine eigene, keine Ahnung. Finde ich auch gut. Okay, finde ich lustig, was das hier gerade für ein Metagaming wird. Als nächsten Begriff haben wir Ramschniveau. Warum haben wir so eine behinderte Folge? Das ist wirklich die schlimmste Folge ever, ey. Alter! Das habe ich nur abgeschickt. Ramschniveau ist doch, wo die eine Bevölkerung kein Fleisch essen darf, oder? Die genau. Zeit ist um. Wie, was? Das würde aber Ramschniveau dann heißen bei dem Fleisch. Mit H. Okay. Antworten sind eingegangen und das sind die Definitionen. Ich weiß gar nicht. Etwas sehr günstig bepreisen. Ein billiger Verkaufsgegenstand. Ein besonders niedriger Marktwert. Geringe Vertrauenswürdigkeit eines Wertpapiers. Ein Wertpapier mit geringer Bonität. Jetzt muss ich anfangen. Bram, ne? Sepp,
Jay, Chris, Bram, Sepp. Ja, du fängst an. Jay fängt an. Wir sind ja offiziell hier im Aktienmarkt. Da kennt man sich natürlich aus. Bram, möchtest du vor mir vielleicht antworten? Also, ich kann dir was sagen, Jay, ja? Ich bin diesmal nicht unter den ersten dreien. Der Bait. Bullshit! Oder? Bullshit. Okay, sagt man, diese Aktie ist auf Ramschniveau oder was? Ah, keine Ahnung. Ein besonders niedriger Marktwert. Schalke ist auf Ramschniveau. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen tatsächlich 4 und 5 am besten. Eins davon ist auch richtig. Und, weil's deins ist, du Arsch. Eins davon ist meins, aber das andere ist richtig. Okay, ist da irgendwo ein Rechtschreibfehler à la Brammen? Glaube ich nicht. Nee, ist es nicht. Ich nehm... Boah, ich werde hier fertig gemacht. Ich nehm 4. Okay, Jay nimmt die 4. Christian. Ja, Ramschpreise gibt es aber nicht nur an der Börse. Das ist das Problem. Das ja, aber ist auch Ramschniveau. Ja gut, aber die Preise von einer Nintendo Switch sind aktuell ja nicht auf Ramschniveau. Also? Ah, wieder. Christian, du nimmst die 3. Nimmst du wirklich die 3? Ich nehme die 3. Alles klar. Chris nimmt die 3. Brammen. Ja, dann Sepp, ich verteile dir den Free Point, ja, aber ich werde auch mit der 4 gehen. Nein. Außer jemand da, hat Bram nimmt auch die 4. Euch, hat er mich gefickt. Will der Bram Punkte oder will der Sebastian. Punkte? Bram, ich will Punkte, pass auf. Ich nehme auch die 4. Okay. Ich werde hier gerade komplett wenn du mich gebaitet gemacht, hast, dann hast du die Nummer 5 genommen. Hab. Sonst hätte ich die 5 genommen. Ja, gut, dass du die 5 nicht genommen hast. Aber ist das dein Bro? Ist das dein Dings gewesen? Die 5 wäre meins. Die 5 wäre deins gewesen. Ah, guck mal hier. Boah, ja, jetzt haben wir also Bram-Punkte gegeben. Ah, ja. Also, Ramschniveau darf man auch nicht verwechseln mit Rammstein, ne? Oh ja. Gott. Also, ich habe es dann auch nochmal sicherheitshalber nachgegoogelt. Ja, Ramschniveau ist auch im Duden nur mit dem Aktienmarkt und Bonität von Wertpapieren oder Ländern in Verbindung gebracht worden. Sven hat sich hier für den Einsatz, der auch im Duden steht, entschieden. Geringe Vertrauenswürdigkeit eines Wertpapiers. Ah, ja. Das heißt, Jay hat richtig getippt, Bram ebenfalls, Sebastian ebenfalls und Christian hat sein eigenes genommen. Juhu, ja. Punkt! Yes! Ja. Das war wichtig. Finde ich echt schwierig, ja. Weil du sagst, du sie viel sagt doch, das ist doch Ramsch. Ja, ja, deswegen, ja, ich glaube, darauf hat auch Sven abgespielt, als er diesen Begriff genommen hat, hat aber dann nicht bedacht, dass Bram den ja kennt, wahrscheinlich. Ja! Und die hören dann auch besser so, sonst wäre es ja super eindeutig gewesen. Ja, weiß ich nicht, sonst hättet ihr vielleicht. Ja, doch, hast du auch wieder recht. Ja, stimmt. Wie auch immer, die Wege des Sven sind unendlich. Nächstes Mal Urlaub vom Urlaub. Wir kommen zum vorletzten Begriff. Der lautet Wellnessen. Alter, Wellnessen. Komm, Zeit läuft. Schnell. Sag mir was. Wellnessen. Was? Die Sachen kopiere ich mal noch nicht raus. Ich hab 15 Sekunden sind raus. Ja, sind um. Hä? Sekunden sind um. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. 4, 3, 2, 1. Und die Zeit ist um. Alle Antworten sind da. Jetzt gibt's einen Vorschlag von Frau Eieruhr.
hab mich extra gemutet und abgesprochen. Sehr gut. Ich bin zu blöd für diese ganze Scheiße. Wir haben zur Auswahl. Ne, das mache ich in anderer Reihenfolge. Was ist denn das schon wieder jetzt? Was ist denn das jetzt schon wieder? Haben wir drei gleiche Antworten? Wäre lustig. Peter, ich nehme die Dry. Sich durch Massagen körperlich entspannen. Eine Entspannungsauszeit genießen. Sich im Spa Wellness unterziehen. Körper und Geist verwöhnen. Sich einen Tag verwöhnen lassen. Oh, das war Frau Eieruhr. Das ist eindeutig. So, Jay hat als letztes. Christian fängt an. Ich darf beginnen. Ja. Okay, ich nehme die zwei. Eine Entspannungsauszeit genießen. Brammen. Okay, ich bin erstmal froh, dass er tatsächlich von Wellness kommt und nicht irgendwas ganz anderes dann heißt. Nicht von Wellen. Ja, wird was ich. Okay, die 5, die schmeißen wir mal raus. Sich im Spa Wellness unterziehen, liest sich irgendwie komisch. Ja, Belgien ist doch ganz... Wow. Da wär's gar nicht verstanden. Boah, Frau Welt. Ja, voll ist krass. Ist nicht Wellnessen etwas, wenn man sich in Brennnesseln setzt? Nee, das ist Brennnesseln. Achso, das ist Brennnesseln. Okay. Ich dachte, wenn man Wellen auch als Verb. Mehr. Ja. Oh Gott. Boah, die Scheiße. Ja. Das ist schwer. Verwöhnen. Verwöhnen ist dann raus, oder? Nee, höhö, finde ich schon gut. Das steht so im Tun. Eine Entspannungsauszeit, das ist voll das komische Wort, deswegen ist 2 raus. Und 3 ist raus wegen Spa-Wellness, finde ich auch irgendwie strange. Also 1 muss es dann sein. Also nehme ich die 1. Okay, Ausschlussverfahren bei Bram. Sebastian, was hast du? Bram hat einfach gar keine Ahnung. Und nimmt einfach sich selber, finde ich auch okay. Da musst du was anderes sagen. Da musst du dann kurz Luft holen und sagen, Debate! Und dann musst du da mal dabben. Also ich finde weiterhin, sagen, ich bin ein großer selber. Fan, ich bin ein großer Fan des Gottes und nehme daher die 5. Alles klar. Depp nimmt die 5 und dann bleibt noch Jonathan. Ja, das ist tatsächlich echt nicht so leicht diesmal. Genau, wie Spa. Sich im Spa Wellness unterziehen. Es müsste in heißen. Sich in Spa Wellness unterziehen. Das ist richtig. Nein. Achso, ja, im. Nee. Das stimmt überhaupt nicht. Das hast du Jay getrickst. Das ist mein Fakt. Ich glaube, ich bin für... Boah, dann sag lauter, dann red lauter und deutlich, wenn du unbedingt mitmachen willst. Aber ich... Mein Gott! Ich sag, ich nehme die Nummer 4. Körper und Geist verwöhnt. Frau Eieruhr kann sich übrigens einen Stuhl holen. Wir haben noch 3 Stunden Spielshow vor uns, ne? Kennt ihr euch schon 3 Stunden Spielshow? Kennt ihr euch noch diese... Oh Gott, ey, da werde ich verrückt, echt, ohne Scheiß. Kennt ihr noch diese geile Möwe, die so den Kopf nach hinten macht, dann etwas schreit? Ja. Okay. Jetzt stellt euch vor, wie die schreit, auf einmal schreit die... Okay, Peter, komm, wer hat denn hier was genommen? Jo, wir haben hier 4 unterschiedliche Antworten von euch, was ich auch schon mal schön finde. Ich finde auch schön... dass Frau Eieruhr auf jeden Fall einen Punkt bekommt, dadurch, dass sie durch ihre Antwort. Denn Chris hat Frau Eieruhrs Antwort genommen. Oh. Yes! Sehr gut. Ich dachte mir, weißt du, was, die 3, also Wellness beschreibt Wellness und bei der 1, Wellness ist doch nicht nur Massage, oder? Das hat sie verdammt gut beschrieben, finde ich halt auch. Also es war erst ein Entspannungsurlaub genießen, dann gab es dann doch nochmal die Umstellung in Entspannungsauszeit. Ja, Jay hat sich für Körper und Geist verwöhnen entschieden. Das ist Brammens Antwort. Oh, Leute. Krass. Ich fand halt Körper und Geist verwöhnen fand ich echt gut. Verstehe ich. Das ist für mich die Beschreibung von Wellnessen. Ja. Dennis hat mal einen Punkt geschenkt. Und wo ist das? Die richtige Antwort
ist sich durch Massagen körperlich entspannen. Das heißt, Bram hat sogar zwei Punkte. Fünf war nicht richtig. Aber Wellness. Alter, nice, Bram. Aber ganz Christian, ehrlich, Wellness ist doch nicht nur Massagen. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, ich weiß, wenn du noch so Pediküre, Maniküre hast. Genau, Sauna und weiß ich nicht, Sauna, ja. Ja. Was soll ich dir sagen? Aber manchmal ist die Definition. Das Quatsch, Peter, verbrenn endlich dieses Schmutzlexikon. Duden. Ja, das ist halt auch. Weißt du, manchmal sind die Lexikon-Einträge länger. Ich kann nicht mit zwei Leuten gleichzeitig reden. Du kannst gar nicht reden. Ah! Alter! Weil die Bedeutung beim Duden wäre in voller Länge, aber dann ist das vielleicht ein bisschen zu offensichtlich auch, sich durch Massagen, Baden, Saunieren und Ähnlichem körperlich entspannen. Und keiner von euch wird saunieren schreiben. Ja, aber das, also mal ganz ehrlich, ich wüsste nicht, saunieren, wie ich es besser kürze, das kenne ich, ne? Das also Wort. Ist jetzt nichts irgendwie so, hier die Redaktion ist wieder alles schuld. Aber ich wüsste, ich habe tatsächlich deswegen die 1 ausgeschlossen, weil es für mich nicht nur die Massage. Verstehe ich, aber versucht das zu bedenken, dass wenn manchmal okay. solche Sachen trifft. Haben wir ja öfter schon auch. Ja. So, letzte. Es ist spannend. Bram und Christian haben gleich viele Punkte. 11 nämlich. Okay. Sebastian hat 2 und Jay hat 5. Wir kommen. Ich gebe Peter Sachsen Punkt gleich. Oh Gott, Alter. Ne, Christian und Bram wollen nicht um Scheiß kommt sagen. Kommt doch an, welcher Begriff jetzt kommt. Der Begriff lautet Klaukind und eure Zeit läuft. Peter Sachsen. Jay, was machst du, wenn da mehrere Peter Sachsens gleich kommen? Ah, ne, ich will dich nicht abwehren. Ja, dann bin ich gefickt. Alter. Hey Peter, das ist auch ein guter Insta. 1. Vorbei. Nein! Oh, er hat ihn in die Gruppe geschickt? Nee, hat er nicht. Okay. What? Kommt jetzt Peter Sachs? jetzt kommen wir mit 5 Vorschläge, Peter Sachs. Oh, nee, Moment, das war Spucke auf meinem Bildschirm. Ich hab mich gar nicht verschrieben. What? Das war nur Dreck. Ich dachte, da ist nur ein I. Aber das war nur Dreck. Okay, wir haben Jay Sachs. Ha! Was ist denn das? Was ist denn das? Peter Sachs. Lol. Kind, das auf Anweisung erwachsener Diebstähle begeht. Ein Kind, welches klaut. Bezeichnet das Küken eines Kuckucks. Bramen. Was? Moment, können wir uns kurz die Zeit nehmen, um über die 5 zu reden? Hey, du kannst darüber so viel reden, wie du willst, aber ich will dazu nichts sagen. Das hat er dir jetzt irgendwie nicht einfacher gemacht. Boah. Bitte was? Ja, Bram muss als erstes, aber ich glaube, er ist gerade hart am Überlegen. Ja, man muss jetzt hier die Taktik spielen. Jetzt kommt hier dann der Doppelmove durch die Nase und durchs Ohr. Ja. Also Peter, ich war in dem ganzen Spiel, war ich einmal nicht in den ersten 3. Und deswegen... Haben wir auch absichtlich gemacht. Deswegen nehme ich die 3. Okay. Bram nimmt die 3. Sebastian. Ich finde das mit dem Kuckuck eigentlich sehr kreativ. Das ist okay. Da hätten wir machen müssen. Sepp nimmt das Küken eines Kuckucks. Jonathan. Person Nummer 4 hat wieder das Komma vergessen. Also wenn das so im Duden steht, ne, dann mache ich auch einen Handstand. Ein Kind, welches klaut. Klaut Küken. Ja, ey, egal was es ist, Vorschlag 2 ist das Richtige. Vorschlag 2. Und dann bleibt noch Christian. Ja, darauf werde ich mich natürlich nicht ausruhen. Die einfache Nummer wäre jetzt einfach zu sagen, ich nehme die 2. Aber das wäre langweilig. Die 5? Bitte was? Sehr kreativ. Also da ich mir gerade vorstelle, dass da 2 Tierärzte an einer Leitung sitzen... Also die 4 kann nicht. Die 3 kann halt echt... Aber Frau Iowa ist gerade nicht mehr da. Das ist so abwegig mit diesem scheiß Küken. Wieso sollte denn das Küken eines Kuckucks Klaukind heißen?
Was? Kind, das auf Anweisung Erwachsener Diebstähle begeht. Ich bin mir ehrlich gesagt mittlerweile völlig unsicher, was ein Klaukind einfach... Pass auf, ich nehme die 5. Okay. Das ist belastend. Christian nimmt die 5. Damit, wie gut predicted Christian, ist das natürlich die Antwort von unserem Tiermediziner-Pärchen. Ich finde das gut. 2 Punkte. Ich fand das witzig. Ich finde das kreativ. Christian das ist doch nicht kreativ. Das hat sich für Peter Sachs entschieden und ist auf Jays Spiel eingegangen. Ich habe so lange über Winona Ryder nachgedacht, dass ich am Ende nichts mehr schreiben konnte. Punkt für Christian also. Und Brammen hat die richtige Antwort gewählt. Punkt für Bram. Also ihr habt gleich viele Punkte. Nice. Ich muss an die Tür. Wow. Ja, dann wenden wir die Schose hier mal an der Stelle. GZ. Christian GZ, das war schön. Das habt ihr stark gemacht. Also das war wirklich, das war schrecklich mit diesen Begriffen. Diese Begriffe waren grausam. Da war viel Gehirnficke dabei. Das war richtig stark. Aber obwohl die Begriffe so hirnfickig waren, ne, war das sehr lustig, muss ich sagen. Also ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir. Und vielleicht sehen wir ein Comeback von Frau Iowa schon in der nächsten Show, wer weiß. Das ist anstrengend. Tschüss. Nee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.